jetzt ganz hier den voll verprügelt mit einer Spezialattacke. So geht's eigentlich immer weiter. So, nach hinten und dann wieder einfach hier auf ihn drauf. Keine Ahnung, das auch alles. Autsch, okay. Piekst du nicht mit dem Schwert in den Arm. Entschuldigung, dass ich hier nicht zu viel zum Reden komme, denn wir reden hier die ganze Zeit, ey, das ist schrecklich. Also, die ganze Zeit muss der Pirat hier was sagen, oder? Und ich komme da gar nicht mehr zum Reden, ey, das ist so nervig. Los. Und los. So, also das ist eigentlich ganz einfach, das Ausweichen kann einfach auf die Zauber und dann gewinnt dann eigentlich so ziemlich sicher. Sind ja nur Piraten, haben ja nicht viel in der Birne. So, also den zweiten haben wir besiegt, aber leider kommt er immer mehr. Das machen wir mal ganz kurz so einen Spagat. Wir finden unseren nächsten Gegner. Übrigens, wen es interessiert, also hier das Piratenlevel ist mein Lieblingslevel und das ist das ganze, das coolste hier im ganzen Spiel. So. Rides war ich nicht. So, jetzt aber. Hä? War ich zu lang? So, jetzt aber drauf. Hä? Ich kann ich ja keine So, anscheinend geht das auch, wenn man probiert und dann hier so total schnell hintereinander angreift. Das wusste ich noch gar nicht. Also, anscheinend geht das hier dann auch. Der Pirat stellt sich tot, weil er Angst hat. Deswegen machen wir hier einfach weiter. Ups, da ist schon wieder jemand aufgepasst. Drauf. Los, ihr Piraten, verschwindet von meinem Schiff. Aber ey, hier beim Schießpulver tun die hier zündeln einfach mal. Seht ihr das auch? Ey? So, auf ihn drauf, liebe Leute. Ah, übrigens, dieser weiße Strich ist für mich. Autsch. Hier, ich nenne ihn mal Haddock, sonst wüsste ich nicht, wie er heißt. Also ich habe meinen Namen nicht gemerkt. Ich glaube, ich habe ihn gesagt. Ich will meinen Namen Gedächtnis. Also, ich habe nicht das Beste. So, tun wir hier wieder parieren. Das geht dann ein bisschen einfacher als ausweichen. Dann. Ja. Was sind das für Nieten? Die stellen sich einfach tot. So, jetzt keine Ahnung, wie viel der Pirat wir denn jetzt schon bekämpfen, aber egal. Also ich muss sagen, der kämpft schon nicht schlecht hier, der Vorfahre. So, jetzt wieder auf ihn drauf. Los, 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 verhauen. Wieder zurückwerfen an den Platz, parieren und wieder die Spezialattacke, denn die macht einfach schön viel Schaden und geht hier auch schnell down. So, dann weichen wir hier einen weiteren Piraten aus. Den Weltmeister. Und dann begegnen wir schon einen neuen, also. Hier langweilt man sich ja nicht. Aber da muss natürlich mal ein bisschen der Finger weh von der ganzen Zeit hier, die diese Bewegung machen. Ja, so, marieren und Zahltacke. Ich merke gerade, der hat ein bisschen mehr Leben als der andere. So, parieren und zack. Dann wird das von uns schon fertig gemacht. Okay, doch noch nicht. Müssen wir doch noch mal einmal parieren und einmal unsere Spezialattacke verpassen. Come here, miscreant! I'll skin all of you with me bare hands!
So, und dann begegnen wir mal eigentlich ein Pirat mit Holzbein. Glaube ich, das ist der erste. So, das ist ein Fußerteil, möchte ich haben. Oh, habe ich das erwischt? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht ganz sicher. Okay. Ich sage, da habe ich mich jetzt ein bisschen dumm angestellt, aber macht ja nichts. Wir haben ja genug Leben. Dem geben wir es aber auch recht, diesen Piraten. Boah, ich muss mehr aufpassen. Ich darf mich nicht so auf das Play konzentrieren. Ich bin so hier gerade echt unachtsam. Normalerweise schaffe ich das, ohne ein bisschen Leben zu verlieren, aber einfach, wenn man redet, dann kann sich so gut darauf konzentrieren. Das macht hier nichts. Wir sind ja Hedogs Vorfahre, deswegen schaffen wir alles. So, und denke mir auch hier den Rest. Well, well. Look at the fate of the mighty captain, Sir Francis Haddock. His ship boarded, his crew captured, and he stripped of any semblance of power and command. Do whatever ye want with me, but spare me crew. Your crew, Haddock, is not your problem now. Better worry about yourself. So, und damit hätten wir auch wieder ein weiteres Kapitel geschafft. Und das nächste Mal geht's dann weiter hier mit den Piraten und dumme Transformers-Werbung. Ja, und dann, ich bin der Prismal S. Tschüss.